Willkommen zu Modul 426, Software mit agilen Methoden entwickeln. Heute geht es um die Übungen zu Unit-Tests in C-Sharp mit XUnit, die sich im Repository Unit-Test C-Sharp befinden. Und ich möchte es heute kurz durchlösen. Das sind Instruktionen, ich lese sie nicht vor, können Sie selber machen. Und ich fange direkt bei Aufgabe 1 an. Erste Anweisung, erstellen Sie einen Fork von diesem Repository, das machen wir gleich. Hier oben, wie es 42 von Ihnen bereits gemacht haben, Nummer 43, das wäre mein persönlicher Fork. Und die nächste Anweisung ist dann, das Ganze zu klonen. Sie können es gerne über HTTPS machen, wie hier beschrieben. Normalerweise verlinke ich jedoch die SSH-URL, verwende auch die zum Klonen. Ich kopiere jetzt diese URL und ich öffne dann Visual Studio Code. Sie können gerne eine andere Entwicklungsumgebung verwenden. Ich verwende die, weil die überall läuft. Und klone jetzt einmal das Repository. Ich lege es auf dem Desktop ab. Können Sie gerne handhaben, wie Sie es wollen. Wichtig ist, dass auf dem Server dann Ihre Lösung liegt. Wir sehen, wir haben drei Projekte, also eine C-Sharp Solution und drei Projekte. Calculator ist die Library, worin Sie dann arbeiten werden. Calculator Demo ist ein kleines Demo-Programm. Das ist heute weniger wichtig. Sehr wichtig sind dann die Unit-Tests im Calculator.test-Projekt drin. Geht zurück zu den Anweisungen, beziehungsweise ich mache mal das README hier auf und rendere es mit Ctrl-Shift-V als HTML, also so wie es im Browser aussieht. Gehe weiter in Anweisungen, ich lese nicht alles vor, aber wir sollen jetzt mal diese Tests ausführen. Das kann man mit .NET Test machen. Es gibt auch eine GUI-Erweiterung dafür. Ist hier verlinkt, geht es nicht darauf ein. Ich teste es einfach auf der Kommandozeile. Das funktioniert überall. Und wenn Sie dann mal eine CI-Umgebung aufbauen müssen, sind Sie dann auch froh, wenn Sie die entsprechenden Befehle schon kennen. Erste Ausführung dauert ein bisschen, jetzt ganz kompiliert. Wir sehen jetzt hier, wir haben drei erfolgreiche Tests. Das ist genau wie hier angegeben. So sollte es aussehen. Es sind schon drei Tests hier. Falls das nicht funktioniert, habe ich hier das andere Repository verlinkt mit dem Demo-Projekt. Dort hat es auch Anweisungen drin. Und das wäre jetzt schon mal die Aufgabe gewesen. Ich mache gleich noch Aufgabe 2 mit Grundrechenarten, Addition und Subtraktion. Steht folgendes. Öffnen Sie die Dateien Calculator Tests, Calculator Test CS, den Testcode und Calculator Calculator.cs, den Produktivcode. Ordnen Sie die Editoren am besten so an, dass der Testcode links und der Produktivcode rechts ist. Versuchen wir das gleich. Testcode links, Produktivcode rechts. Wir haben hier den Calculator Test, macht es mal auf. Und dann hier den Calculator, ich ziehe den per Drag and Drop hier nach rechts. Jetzt haben wir das einigermaßen schön angeordnet. Ich kann hier das Terminal noch ein bisschen kleiner machen. Ich installiere nochmal die vorgeschlagene Extension hier. Lasse es im Hintergrund laufen. Und jetzt haben wir hier unseren Code offen. Ich wechsle jetzt für die Anweisung in den Browser rüber, weil ich in der Entwicklungsumgebung jetzt nicht mehr das README hier sehen will, sondern den Code. Also was sollen wir tun bei Aufgabe 2? Wir haben da mehrere Unteraufgaben. Aufgabe 2.1, Code lesen. Betrachten Sie den Testcode. Gehen Sie diesen von oben bis unten durch und versuchen Sie zu verstehen, was auf der jeweiligen Zeile passiert. Wenn Sie auf eine Zeile stoßen, vom Testcode aus der Produktivcode aufgerufen wird, lesen Sie auch den Produktivcode. Schauen wir es mal an. Wir haben hier den ersten Test, Namespace Calculator Test, entspricht der Dateistruktur hier. Public Class Calculator Test, das ist die Testklasse, das ist die Produktivcode-Klasse. Dann haben wir hier einen Fact, das ist wichtig. Und hier steht Test add 3 to 2 is 5. Hier ist ein P reingerutscht, das sollte nicht sein. Also 3 plus 2 soll 5 ergeben. Wir haben hier wieder diese Struktur AAA, Arrange, Act, Assert. Und das Arrange ist ja, kennen Sie aus der Hauswirtschaftsschule.
das Mise en place, wir machen alles bereit, für dann den Test, der nur noch ein Einzeiler ist, und überprüft das Ergebnis am Schluss, also A gleich 2, B gleich 3, wir erwarten 5 als Ergebnis und machen eine Calculator-Instanz. Natürlich ein bisschen Overkill, könnte man auch als statische Methode machen. Dann im Act-Teil rechnen wir das zusammen, im Assert-Teil prüfen wir dann, ob das der tatsächliche Wert dem erwarteten Wert entspricht. Und berechnet wird das Ganze hier, rechts, add, also Summand A, Summand B, Return Summand A plus Summand B, nichts Spezielles. Dann haben wir hier noch, ich korrigiere noch schnell hier diesen Tippfehler, und hier noch das Gleiche für die Subtraktion, also 6 minus 4 sollte 2 ergeben, wird hier geprüft, und hier der Produktivcode dazu. So sieht das aus, also nicht besonders schwierig. Was sollen wir weitermachen? Tests ausführen. Sie können einzelne Testmethoden ausführen, indem Sie oberhalb davon auf Run Test klicken. Also das bedingt jetzt, dass ich so ein Plugin habe. Oberhalb der Klasse können Sie auf Run All Tests klicken, um alle Testfälle der jeweiligen Klasse auszuführen. In Visual Studio Code gibt es unten ein Fenster mit dem Namen Output, wo Sie das Testergebnis sehen können. Wenn Sie es komfortabler haben wollen, können Sie sich die erweiterten .NET Core Test Explorer installieren. Schauen wir mal aus, wie es mit dem Tooling aussieht dieses Jahr. Ich glaube, hier kann ich klicken, dann sollte das Ding automatisch starten. Hier sehe ich die Ausgabe davon. Ich schaue schnell unter den Extensions, wie es bei mir aussieht. Ich habe damit recht viel installiert. C-Sharp Dev Kit, C-Sharp Sachen, C-Sharp hier und so weiter. Schauen wir mal, hier habe ich einen Test Explorer, da sieht man den Test, der ist durchgelaufen, also das entspricht dem hier rechts. Calculator Test. Ich habe hier diese Subtract-Methode ausgeführt und ich kann jetzt auch hier einzelne Tests starten. Sieht jetzt ein bisschen anders aus als vor einem Jahr noch. Wichtig, das läuft alles durch. Ich kann auch alle Tests noch einmal starten. Dauert dann 4,1 Sekunden. Ja, wichtig, das funktioniert so, es funktioniert übers Terminal. Wichtig ist, dass ich testen kann und dann halt eine Rückmeldung bekomme. Dann Aufgabe 2.3, Produktivcode manipulieren. Passen Sie nun eine der beiden Methoden Add oder Subtract an, sodass diese zwar noch kompiliert werden können, jedoch ein falsches Ergebnis zurückliefern. Führen Sie die Tests erneut aus, sehen Sie den Unterschied zu vorher. Wir wollen jetzt schauen, ob dort tatsächlich was getestet wird. Also wir können jetzt hier bei add statt Summand A plus Summand B mal Summand A plus Summand A schreiben. Dann stimmt es dann nicht mehr mit dem Test. Und wir führen den erneut aus und schauen dann, ob er tatsächlich scheitert. Ja, der scheitert. Wir bekommen hier jede Menge Fehlermeldungen und rote Farbe. Expected 5, actual 4. Und der Test ist ja korrekt. Wir haben hier einen Fehler eingebaut, ändern wir es zurück und führen das Ganze erneut aus. So, ein bisschen um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie dann ein Fehler aussieht. Machen Sie die Änderung anschließend rückgängig, haben wir gemacht, läuft wieder alles durch. Aufgabe 2.4, Test manipulieren. Ändern Sie nun in einer der beiden Methoden, Test add 3 to 5. 3 to 2 is 5 oder Test Subtract 4 from 6 is 2, die Werte der Variablen A oder B. Was denken Sie, was passieren wird? Führen Sie anschließend die Tests aus und überprüfen Sie Ihre Vermutung. Also wir ändern hier jetzt mal bei der oberen Methode etwas, setzen 2 durch 12 und schauen jetzt, ob das noch durchläuft. Ich denke, wir sollten dann 15 bekommen, erwarten aber immer noch 5. Jetzt kommt hier wartet dieser Fehler, weil der Test ja nicht mehr stimmt. Was sollen wir dann noch machen? Passen Sie nun den Wert der Variablen Expected entsprechend an, sodass alle Tests wieder fehlerfrei durchlaufen. Können wir machen. Also 12 plus 3 sollte es 15 geben. Und wir testen es erneut. So, das hat geklappt. Also wir haben jetzt einfach mal ein bisschen mit dem Test herumgespielt. Das wäre es mal gewesen von Aufgabe 2. Machen wir noch schnell ein bisschen Buchhaltung hier.
Es ist ein neues File entstanden, .NET-Tools.json, eine Konfiguration. Können wir mal ignorieren, aber der angepasste Calculator-Test, den fügen wir hier hinzu. Und ich schreibe einfach mal Exercise 2.4. Kommt jetzt nicht wahnsinnig auf die Commit-Message drauf an und ich pushe das. Und wenn Sie Ihren Fork geklont haben und nicht das Original, sollte auch das Pushen funktionieren. Schauen wir schnell, wie es hier aussieht. Ja. Exercise 2.4, das wäre erledigt. Melde mich dann gleich wieder mit Aufgabe 3, Multiplikation. Bis dann.